Da hat uns auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall jemand mit einem Blobby-Wolli-Kopf, ist da irgendwie hinter der Ecke irgendwie aufgetaucht. Was genau soll uns das jetzt sagen? Ich weiß es auch nicht. Müssen wir jetzt zur Arbeit wieder oder was? Wir müssen bestimmt wieder zur Arbeit, oder? Oder müssen wir jetzt die Taschenlampe wieder aufnehmen und dann wieder. Toll. Müssen wir jetzt noch was essen oder können wir einfach gehen? Die erste Nacht? Was für erste Nacht, Alter? Was redest du? Haben wir jetzt so ein The Ring-Video geschaut und sind jetzt verflucht? Gleich rufen eine Frau an, wir sind in 7 Tagen tot oder was? Oder wie? Was ist das für ein Scheiß? Verarsch uns doch nicht. Und warum ist das hier so dunkel auf einmal? Das gefällt mir nicht. Oh Gott. Ey, weh, kommt gleich irgendwie ein creepy Typ um die Ecke oder so, ne? Der mich hier angrapscht. Dann schrei ich aber ganz, ganz laut, du. Aber richtig laut. Dann kannst du gucken, wo du bleibst, du. Wo ist denn das? Wo ist denn jetzt der Laden? Also, der Laden war irgendwo da hinten, glaube ich. Ab durch die Gasse. Perfekt. Wenn mich hier irgendjemand betatschen will, dann raste ich aus. Das lasse ich nicht mit mir machen. Also wir haben herausgefunden, da hat jemand erzählt gehabt. Warte mal, ist der Laden dunkel? Nee, okay. Da hat jemand erzählt gehabt, dass irgendein Typ über die Brücke gelaufen ist mit irgendwie umgeknickten Beinen oder so. Die nicht so richtig sein oder gewesen sind, wie sie sollten. Was geht ab, Alter? Was geht? Irgendwas Besonderes passiert? Hey, hey. Oh, ja, wir haben uns beschwert, dass die Türen von alleine aufgegangen sind. Das ist richtig. The Rye-Rings were loose. Das heißt, jemand hat das irgendwie durchgecuttet oder was? Ja, wahrscheinlich sind die einfach irgendwie rausgeploppt, ne? Da hat bestimmt nichts Gruseliges zu bedeuten. Ach, Geister sind nicht echt. Ach so. Das weiß er natürlich. Rings, Alter. Klar. Und da oben steht, ich habe keine Ahnung. Ach so, ja klar, warte, ich stempel kurz ab. Lass mich nur kurz gucken, was da hinten. Wobei, ich stempel einfach jetzt ab. Mal die Taschenlampe aus, die übrigens irgendwie gar keinen Effekt hatte gerade. Aber ich stempel jetzt ab, ist kein Problem. Was müssen wir denn heute machen? Du hast Ratten gesehen. Hinter dem Store. Geil. Und die haben auf jeden Fall den Container aufgelassen. Schön. Manage. Okay, können wir das jetzt schon machen, bevor wir eingestempelt haben? Oder müssen wir erst einstempeln und dann können wir das mit dem Müllcontainer machen? Ich würde mich, aus irgendeinem Grund würde ich mich gerne direkt darum kümmern. Das ist aber jetzt echt scheiße, ne? Immer, Leute, ey. Och Mensch, ey. Ich kann das jetzt noch gar nicht machen. Logisch natürlich. Also wir. Ratten mit Schwimmflossen oder Pommesgabeln als Füße. Also ich weiß noch nicht so genau, wie ich das deuten soll. Aber wir stempeln erstmal ab. Kein Problem. Ist kein Ding. Ich meine, der Mann will ja auch nach Hause. Wir müssen auch mal übernehmen jetzt, ne? Das ist ja auch kein Problem. Hier, zack, einmal rein da. Und dann kurz die Stempelkarte. Und dann geht's schon wieder rund hier gleich. Ja. Auch rein. Ich finde das übrigens sehr bedrohlich, dass sie so stampfen, als wären die Godzilla, die gerade irgendwie in einem Laden einkaufen gehen. Ich weiß auch nicht warum. Geiler Nacken, Junge. Stabil, Brudi. Stabil. So. Ich würde mal sagen, ich kümmere mich mal eben davon, ne, darum, ne? Man muss sich ja so oder so. Ja, ich übernehme doch gerade. Ich habe doch schon übernommen. Ist doch alles gut. Hallo. Ist hier jemand? Soll ich mich denn darum kümmern? Soll ich mir irgendwie ein Werkzeug nehmen oder was und damit die Ratten jetzt kaputt hauen oder was? Was erwarten die denn von mir?
Ach so. LOL. Oh Gott, das ist der, Alter. Holy shit. Ich dachte gerade, wer ist er denn? Okay, was sollen wir jetzt? Oh. Mit Reiz esse ich einmal mal eben kurz übersprüht. Sollen denn die anderen sein, bitte? Oh Gott, da kommt jemand rein. Oh, das ist nicht gut. Da ist jemand reingegangen. Hallo? Kann ich ihn... helfen? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ich habe hier Rattengift. Ma'am? Müssen Sie auf Toilette? Ist alles wirklich bei Ihnen okay? Oh Gott, Alter. Okay, ich glaube, sie muss aber die Toilette voll scheißen. Ich weiß zwar nicht, von wo sie gerade herkommt. Soll ich auf sie aufpassen? Brauchen sie noch Toilettenpapier? Ich meine, sie wissen, in diesen Zeiten ist es sehr, sehr brenzlig, was das Klopapier angeht. Also, okay. Zwei Ratten fehlen uns noch. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich meine, wenn die da eh noch scheiße ist, dann können wir ja sowieso mal eben uns umschauen noch, oder? Meint ihr, wir können die durch die Wand furzen? Okay. Nee, können wir doch nicht. Gut. Oma, hat noch ein privates Geschäftchen zu erledigen. So, wir brauchen immer noch zwei Ratten. Die wir offensichtlich gerade noch nicht finden können. Hallo, Ratti, 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 Ratti. Oh ne, schon wieder jemand, Alter, willst du mich verarschen? Hör doch auf! Guten Tag. Hallo? Oh, wer ist er denn, Alter? Ich renne hier die ganze Zeit mit dem Rattengift rum, ich kann... Hi. Ist alles fehlt? Boah. Boah. Okay, Moschus hat er drauf, Junge. Okay, wir sollten vielleicht hinter den Tresen. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Oh, der hat aber auch an Michael Jackson geschnüffelt da, ne? Oder Voldemort. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Kombipaket ist. Ja, also... Wenn sie was wollen, dann sagen sie es einfach. Was habe ich jetzt? Lol. Hey! Ich habe es eilig. Können Sie mich bitte bedienen jetzt? Ich brauche einmal, viermal, Dosen Bier und eine Packung Zigaretten. Bitte schnell jetzt sofort! Da draußen wartet der Hellraiser auf mich. Okay, ja. Absolut kein Problem. Eine Packung Zigaretten. Bitteschön. Und vier Bier. Wo haben wir denn Bier? Wo? Wo können wir denn... Ne, das ist kein Bier. Okay, wahrscheinlich müssen wir mal eben kurz vor den Tresen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz... Was macht die Oma eigentlich dahin? Hat die immer noch Dünnschiss, Alter? Ich weiß, klar, er könnte es sich selber holen, aber vielleicht will er uns einfach nur... Vielleicht will er uns einfach nur weghaben gerade. Ich weiß es nicht. Wo kriegen wir das Bier denn? Wo ist denn das Bier? Ich sag mir nicht, das ist hinten im Raum drin, Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Nicht im Kühlregal?
Das ist nicht das da, oder? Nee, das sind auch nicht die. Nee. Hä? Das ist ja. Jetzt. Achso. Wir haben Bier. Bier haben wir aufgesammelt. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Zeichen. Bitteschön. 5-mal Bier. Muss ich jetzt wirklich 5-mal Bier? Okay, alles klar, wir machen. War das ich? Okay, besser ist das. Oma, ist alles okay da drin? Ja, sehe ich schon, Dad. Lass mich mal eben kurz die heilige Wurst hier rausfressen. Okay. Ich lasse die Leute mal lieber. Ich glaube, also um diese Zeit sollte man diese auch sowieso eher in Ruhe lassen. Ach so, war ein Geist. Ach, scheiße. Hier, bitteschön. Nummer 3. Hä? LOL, sei valid. Kann ich mehrere davon aufnehmen? Nee, natürlich nicht. Ich habe nur eine Hand. Und meine Hand hat nur 2 Finger. Scheiße. Okay. Die Oma ist aber ganz schön lange auf dem Pott da, ne? Man hört irgendwie nichts mehr. Das macht mir schon irgendwie Sorge. Ich mag das nicht, wenn Leute sich einschließen. Das finde ich immer ganz blöd. Aber gut, wir behandeln den Typen und dann... Ja, ist ja gut. Jetzt lass mich doch in Ruhe, Mann. Das letzte Bier kommt doch jetzt noch. Wollen Sie keine Tüte oder so für 15 Cent? Oder sind Sie eher so die Bio-Sorte? Bitteschön. Ja klar, man hält die Soße so wie ein Raketenwerfer. Das ist gar kein Problem. Warte mal, was ist das denn? Achso, das ist dahinter. Okay. Gut, einmal kurz. Achso. Bitteschön. Was passiert hier? Oma. Ach, jetzt ist er auch fertig. So, wehe, sie haben nicht abgeputzt oder abgespült, ne? Dann kommen wir aber mal ordentlich dadurch. So, ich gehe nochmal die Ratten suchen. Schauen wir mal kurz nochmal nach den Ratten nach. Ich meine, ich habe keine... Vielleicht sind ja die Ratten bei Oma in der Toilette gewesen. Trudi! Was hat sie denn jetzt? Kann ich Ihnen helfen? Wo ist denn der Ken-Kun? Wissen Sie, wo der Ken-Kun ist? Ich hatte gedacht, ich habe seine Stimme gehört. Das muss wahrscheinlich ihr innerer Darmtrakt gewesen sein, Mensch. Was? Das war das Haus meiner Tochter. Wie, die Toilette oder was? Was haben Sie getan? Nee, Greta. Das ist alles bio, vegan. Und wir gehen auch zur Schule. Und wir fahren gar nicht mehr mit dem Flugzeug. Ich schwöre. Oh, oh, Alter, ich dachte, sie greift mich an. Ich dachte, sie greift mich an, Alter. Hat die jetzt gerade in der Toilette danach gesucht, ob da jetzt irgendwie ihre Tochter aufzufinden ist oder wie? Alter, ich dachte, sie greift mich an. Uff. Ich hatte kurz gedacht, jetzt kommt die Trudi aus dem Haus raus. Jetzt geht los. Okay, Ratten. Kann ich nicht irgendwie die Müllsäcke irgendwie hier... Oh, da ist noch eine, die Drecksau. Boah, ist das laut, ey. Eins fehlt noch. Und da hat irgendjemand geguckt, aber da komme ich ja... Ach, hier, guck mal. Die Kackbratze. Okay. Da wollen wir doch mal. Was eine Schicht schon wieder, ne? Darfst du keinen mehr ziehen, Alter. Eine Oma geht, kommt mitten in der Nacht, kommt hier vorbei und will hier reinscheißen. Oder hat reingeschissen. Warte mal, ich hoffe, da ist nichts auf dem Klo. Och ne, hör doch auf. Lassen Sie das gut sein. Wollen Sie mich ver... Warten Sie mal. Jetzt ist, Nein, ich will... Ich will doch gar nicht raus. Ich will rein.
Willst du mich... Was war das denn jetzt für ein Oompa Loompa? Irgendein kleines Kackblach hat dagegen getreten. Was soll denn die Scheiße? Beim nächsten Mal rufe ich die Bullen, Alter. Gibt's hier überhaupt sowas wie Polizei? Ist mir scheißegal, beim nächsten Mal rufe ich die Polizei. Das gibt es ja wohl nicht. Das ist ja noch schöner. Oh, wer kommt denn da jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Freundlich, Leute. Denkt dran, ist nichts passiert. Hä? Ach nee, jetzt kommt der. Sag mir nicht, du hast schon wieder ein Paket. Ah, schön, Sie schon wieder zu sehen. Was? You know the unstoppable trend on ordering everything online. Anyway, there seems to be a package that need to be picked up here. Was? Ein Paket? Sie sollen hier ein Paket ab? Ach so. Natürlich. Bitteschön. Offensichtlich. Tschüss. Ich wette, da wohnt er drin. Ist das eigentlich ein Horrorspiel? Ich weiß es bisher immer noch nicht, ob das so ein Horrorspiel ist. Also ich habe gerade einen kleinen Oompa Loompa gesehen, der die Tür die ganze Zeit auf und zugemacht hat. Also offensichtlich, also wir haben heute Nacht haben wir eine Oma auf Klo scheißen gehabt. Wir haben einen Oompa Loompa gesehen und wir haben jetzt einen Typ, der die Pakete mitnimmt. Und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Keine Ahnung. Und wir haben Ratten verjagt. Ja, also bisher eine super Schicht. Ich war immer noch nicht auf der Toilette, ne? Ich gehe jetzt mal gucken. Ich gucke, ob die abgezogen hat, die Troller da. Weh, die hat nicht abgezogen. Au! Was soll denn der Scheiß immer? Und warum ist es jetzt so hell hier drin? Was ist das denn? Oh, es regnet. Toll. Wie schön. Das ist ja richtig gemütlich. Okay, Taschenlampe. Wenn die, ich wette, die Oma will hier auch scheißen, Alter. Die war das, die fand das so schön. Oh! Was ist jetzt? Was ist passiert? Och ne, nicht schon wieder so eine Kassette, Alter. Ich wette, wir müssen die gar nicht anschauen. Ah, ah. Also wenn hier ein Horror ist bisher, dann auf jeden Fall die lauten Sounds. Okay, wir gehen mal zur Arbeit. Ich weiß immer noch nicht, was diese komischen 10 Videokassetten zu bedeuten haben, aber bestimmt ist das bestimmt irgendwas Krasses. Okay, alles klar. Könnt ihr mich verstehen? Ich fühle mich sehr unwohl hier, wenn ich hier durchlaufen muss. Das ist richtig eklig, ohne Scheiß. Ah.
Wo bin ich hier? Ich bin überfordert. Ich möchte gerne bitte jetzt. Achso, ich muss über die Brücke gehen, ne? Brücke. Da ist der Laden. Junge. Jemand beobachtet mich? Hör auf. Das stimmt gar nicht. Ist voll gelogen. Wo ist denn... wo ist denn unser Kollege? Wo ist der Kollege? Wo ist die Drecksau hin? Will er mich verarschen? Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich soll was einräumen. Das mache ich mal lieber. Bevor wir jetzt überhaupt irgendwie was anderes machen, ich räume mal lieber die Yum-Yum-Nudeln ein, Alter. Ich weiß nicht, wo der Kollege ist, ich habe keine Ahnung. Wo räumt man die denn ein? Zumindest haben sie die Musik geändert, das ist ja schon mal toll. Die muss bestimmt hier rein, oder? Können wir ja schon mal davor legen. Aber wo ist denn unser Buddy? Und wo ist er hin? Wir sollten doch sonst immer... Die Oma ist abgespielt. Ich habe keine Ahnung, wo die Oma ist. Ne, die Oma ist wieder. Die ist wieder. Lass mich jetzt verarschen. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Was ist denn das jetzt für eine kranke... Bitte. War das? Ihr Ekligen? Irgendjemand hat diese scheiß Tür abgeschlossen. Und war hier drin. Ich wette, die Oma hat einfach nur Toilettenpapier vergessen, oder? Glaube ich. Hoffe ich. Oh Gott! We'll be right back.